Bei mir, ich hier im virtuellen Irgendwo, Manuel Grabowski an der anderen Leitung. Hallo erstmal. Hallöchen. Du bist Vollblut-Informatiker, wenn man so sagen darf, und so knappe fast 30 Jahre alt. Stimmt Oh das? Gott, ja. In der Form höre ich es nicht so gern, aber ja. Das dachte ich mir schon fast. In den meisten Medienanstalten würde man jetzt kurz was zu deiner Person sagen, da ich aber ein fauler Mensch bin und ich mir immer denke, wenn jemand etwas über sich erzählt, dann ist das meistens schon immer ein gewisser Anhaltspunkt, so über das wir die nächsten Minuten oder Stunden mit mir reden wird, würde ich einfach mal vorschlagen, sag doch mal ein bisschen was so zu dir, was dir gerade einfällt. Was mir gerade einfällt, ja, ich habe natürlich auch drüber nachgedacht, über was wir so alles reden werden heute. Aber ich versuche es mal ganz allgemein und klassisch. Ich komme aus Burghausen, ist direkt an der Grenze zu Österreich, ist sehr nah bei Marktl, wo der jetzt ja nicht mehr amtierende Papst lange Zeit hergekommen ist. Ich habe immer schon auch, als ich in München studiert hatte, versucht, Burghausen den Leuten zu beschreiben. Das ging dann immer über den Papst und Marktl sehr gut. Eine Weile lang ging es auch über den SV Wacker Burghausen sehr gut, weil die in der zweiten Fußball-Bundesliga waren. Ja, stimmt, stimmt, Und stimmt. genau, ja. Ich habe mit Fußball zwar nichts am Hut, aber das haben dann doch die meisten erkannt. Da habe ich dann auch den größten Teil meines Lebens verbracht, auch wenn der Teil natürlich mit meinem zunehmenden Alter immer kleiner wird. Nee, ich habe in Burghausen fast die gesamte Schulzeit verbracht, habe dort auch mein Abitur dann gemacht, 2005 eben schon. Bin dann erstmal nach München zum Studieren gegangen, habe da Gymnasiallehramt studiert auf Englisch und Informatik, also da hat sich die Vollblutinformatik schon angebahnt. Das war aber dann nach einer Weile irgendwie nicht mehr ganz so das Gelbe vom Ei. Und da bin ich dann auch schon in Passau gelandet danach. Wobei das sehr verkürzt ist. Das war ein sehr, sehr umständlicher und langwieriger Prozess, dieser Weg bis nach Passau, wo es mir dann aber doch, muss ich sagen, von meinen verschiedenen Stationen des Lebens bisher am besten gefällt, wo ich ja jetzt auch immer noch bin. Und ja, im 9. Bachelorsemester und Im hoffentlich auch neunten im noch. letzten. Bis im 9. Semester geht Oh es. ja. Was ist denn so die Regelstudienzeit? 6 Semester, ja. Hups. Was ist denn da Ja, passiert? auch eigentlich nichts. Es ist natürlich ein bisschen absurd, weil theoretisch hätte ich ja sogar mir aus München vom Informatik-Lehramt noch ein paar Sachen anrechnen lassen können und irgendwie in 5 fertig werden. Aber ich habe es lange geschafft, mich vor der Fachschaft zu drücken, aber irgendwann nicht mehr. Und das verlangsamt so ein Studium dann doch, je nach dem, wie man sich da reinhängt, enorm. Viele werden sich jetzt fragen, warum habe ich eigentlich mir jetzt den Manuel gekrallt, ja? Weil so außerhalb von Passau werden den ja vermutlich jetzt nicht so viele Leute kennen. Ja. Nun, es war so, ich habe ja damals auf meiner Seite nachgespräch.de einen Blogpost draufgesetzt, wen wollt ihr als erstes haben? Und kaum ist ein Tag vergangen, kamen zwei Mails rein, die beide sagten, hol dir den Manuel, der ist toll. Das fand ich Ernsthaft? sehr süß. Am selben Tag? Am selben Tag kamen zwei Mails für Okay. dich und dann kam keine mehr. Okay, müssen wir mal das Datum checken. Ich meine, wir sind ja auch bei Facebook total dick Freunde, wir zwei. Ja. Ich verfolge also, was du so treibst. Und ich habe da von Leuten erzählt. Wahrscheinlich war das dann irgendwie am Tag drauf oder so. Ich habe denen aber nicht erzählt, dass ich da unbedingt hin will. Ich habe denen erzählt, guck mal, finde ich eine ganz nette Idee. Tja, Tja. da hast du die falschen Freunde ausgesucht. Die haben Ja, dich jetzt hier eindeutig. voll ins Messer laufen lassen. Ja. Ja, ich mache ja Nee, gern aber jeden Spaß mit. es war auf jeden Fall ein Zwei-Informatiker, so viel kann ich dir schon mal verraten. Aha, ja, ich werde euch Naja. schon noch finden. Naja. Aber was mir immer noch nicht so ganz klar geworden ist, und wo du jetzt vielleicht mich schimpfen wirst, aber wozu brauche ich eine Fachschaft? Ja, das ist schwierig und im Leben eines Fachschaftlers stellt man sich die Frage auch, glaube ich, ab und an selbst mal. Aber es ist im Prinzip, wenn man es aufs Simpelste herunterbricht, bräuchte man sie eigentlich nur deshalb, weil die Kommunikation zwischen Studierenden und Fakultät und Universität anders nicht handhabbar wäre, weil quasi zu viele dasselbe herantragen würden, immer wieder an einzelne Stellen oder so. Also Echt? das Ist das ist, so? na gut, ich meine,
Im Worst Case würde natürlich einfach niemand mehr irgendwas an die Fakultäten und die Unileitungen herantragen. Das ist dann der Aber andere konsternierende Fakt, ja. wie siehst denn du das? Also ich meine, seit dieser Bolognialisierung, sag ich mal, sind auch die Leute eigentlich relativ ruhiger geworden. Man möchte fast sagen, einheitlicher. Ja, es Ist ist es, furchtbar. braucht man da noch Fachschaften dann? Ich meine, die sind ja eigentlich mit allem zufrieden, oder? Die Leute, ich denke nicht, dass die Leute mit allem zufrieden sind. Nee. Also, Aber sie sagen nichts mehr. sie sagen wenig, ja, sie schimpfen, aber sie tun nichts. Also, ich würde sogar schon davon ausgehen, dass sie viel sagen, aber halt im falschen Rahmen. Ja, es bringt wenig, wenn die ganzen Studenten, die unzufrieden sind, meckern irgendwie beim Weggehen oder in der Mensa, aber entweder uns keine Mail schreiben oder nicht direkt an die Verwaltung gehen oder sich nicht beim Prof oder Übungsleiter oder was auch immer beschweren. Da ist das Problem. Und klar, es kostet weniger Zeit beim Mittagessen, was man sowieso erledigt, irgendwie mit seinen Kumpels, da mal irgendwie zu meckern und sich dann natürlich vielleicht auch nicht intensiver mit irgendwie der Problematik auseinandersetzen muss, sondern einfach nur schimpfen kann, als tatsächlich irgendwie was zu tun, um es besser werden zu lassen. Das ist das Problem. Und das ist natürlich auch dank dieser ganzen Bologna-Geschichte, dass man einfach keine Zeit mehr für solche Dinge hat. Aber bist du dir sicher, dass es wirklich Zeit ist? Weil ich meine, eine E-Mail oder mit einem Professor reden, ich meine, man sieht ihn ja eh in der Vorlesung oder die meisten Dinge im Studium sind ja dann eh in kleineren Seminaren aufgeteilt. Also auch die Informatikvorlesungen kamen jetzt nie so vor wie die klassische Jura-Vorlesung, wo 500 Leute zusammengepfercht im Audimax hocken. Ja. Aber es ist doch eigentlich schon so auch ein Mentalitätsproblem, oder? Siehst du es Also anders? auf jeden Fall ist es ein Mentalitätsproblem. Aber das Problem beginnt ja viel früher. Das Problem, dass diese Mentalität einfach nicht mehr da ist bei ganz vielen, beginnt meiner Meinung nach schon im G8, wenn nicht noch früher. Es wird ja einfach von Anfang an so drauf gepocht, dass man nur irgendwie diese vorgegebenen Leistungsstrukturen erfüllen muss. Und das ist alles, was zählt. Ist ja klar, dass sich da irgendwie keine Kultur entwickelt, in der die Leute mal kritisch reflektieren, was sie denn gerade tun und was ihnen vielleicht nicht gefällt. Aber seid ihr dann als Fachschaft nicht auch dafür da, um genau solche Problematiken auch mal unter die Studierenden zu tragen? Also ist das auf eurer To-Do-Liste, sage ich mal? Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Das ist auch nicht jetzt so ganz direkt, aber ein Projekt, das wir jetzt relativ bald vermutlich angehen werden, geht auch in die Richtung. Das ist halt eine extreme Gratwanderung in zweierlei Hinsicht, weil zum einen, wenn man irgendwie zu sehr auf ja, Probleme, die Studierenden aufmerksam macht, verschärft man sich natürlich auch schnell mit irgendwie den Stellen, mit denen man aber gut zusammenarbeiten können muss. Ja, also man muss ja irgendwie gut gestellt bleiben mit Verwaltung, mit Unileitung, solange nicht alles völlig schrecklich ist, ja. Das ist ja dann auch nicht der Fall. Auf der anderen Seite läuft man Gefahr, auch die Studenten zu nerven und irgendwie als Wichtigtuer rüberzukommen, wenn man auf Dinge aufmerksam macht, die man selbst für problematisch hält, wo aber irgendwie man vielleicht eine Weile drüber nachdenken muss und sich mit beschäftigen muss, um die Tragweite nachvollziehen zu können. Womit ich jetzt gar nicht auch sagen will, dass nur die tollen Fachschaftler genug nachdenken. Aber es ist einfach so komplex, ich merke das ja selber, ich stecke jetzt seit Jahren drin und lerne immer noch neue Dinge. Da gibt es einfach viele Sachen, über die muss man eine Weile nachgedacht haben. Zum Beispiel? Es ist die Raumsituation zum Beispiel. Die Raumsituation ist an der Uni ist schwierig, sie hat viele Seiten. Teilweise kann ich sagen, ich finde sie auch schlecht, teilweise kann ich sagen, ich finde sie gut. Die Auslastung ist 98%. Das ist ein toller Wert. Wir sind hocheffizient. Das Problem ist halt, wenn es dann irgendwo eng wird, gibt es trotzdem keinen Raum mehr, weil wir sind ja schon so gut ausgelastet. Was ist da gut, was ist da schlecht? Es ist einfach schwer zu sagen. Ja, verstehe. Vielleicht ein Thema, was durchaus mehr polarisiert oder die Geister geschieden hat, Studiengebühren. Habt ihr als Fachschaften sicherlich auch sehr deutlich mitbekommen. Ja. Und da du ja eh schon, sag ich mal, seit 2005, wenn ich es richtig gesehen habe, studierst, hast du, glaube ich, auch noch ein bisschen die Zeit mitbekommen, als diese ganze Bologna-Sache noch eher an den Anfängen war. Und mich würde einfach mal interessieren, hat sich seitdem du angefangen hast eigentlich was geändert? So, also haben sich die Leute selber geändert, dann auch zum Thema Studiengebühren hin? Sind die irgendwie da ein bisschen
Ja, abgeflacht. Naja, zum Thema Studiengebühren speziell denke ich schon, ja. Wobei das bei den meisten Themen meiner Meinung nach so ein bisschen zu beobachten ist, und abgeflacht ist da auch genau schon das richtige Wort. Am Anfang war natürlich der Widerstand größer. Da war es ja noch nicht Status quo. Dann ist es trotzdem eingeführt worden und es war Status quo und es wurde immer noch geschimpft. Aber mehr und mehr Leute haben es halt akzeptiert. Wie stehst du Und persönlich dazu? ich sehe es auch wieder irgendwie von verschiedenen Seiten. Also ich fand es anfangs sehr kritisch und mit der Zeit habe ich mich mehr damit befasst. Und ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass ich einfach komplett dagegen bin. Ich finde das Modell, wie es jetzt ist, persönlich falsch. Ich finde es einfach schwachsinnig, Leuten, die kein Geld haben, solche Gebühren noch aufzudrücken. Das ist vielleicht ein bisschen persönlich geprägt. Manche mögen das Geld irgendwie lockerer haben. Ich kriege da schon arge Probleme, muss ich sagen. Ich finde es aber nicht verkehrt, für eine gute Ausbildung Geld zu geben. Ich hätte damit kein Problem, wenn ich dann einen guten Job habe und es mir leisten kann, das anderen auch wieder zu ermöglichen über irgendein nachgelagertes Modell zum Beispiel. Ich merke schon in deinen Worten, du hast das gleiche Problem wie ich. Wir wünschen uns beide einen guten Job, aber wissen nicht, ob er jemals kommen wird. Ist das eine Sache, wo ihr auch oft in der Fachschaft mit Studierenden drüber sprecht oder auch so im Freundeskreis? Ist das generell so eine Studierendenangst oder? Also hat sich da Durchaus, was verändert, sage ich mal, im Vergleich zu 2005, im Vergleich zu 2013 jetzt? Merkst du da was? Weil man hat da sicherlich damals auch schon drüber gesprochen. Wo geht's mal hin? Werden wir einen Job bekommen, etc.? ja. Also ich muss da sagen, dass ich mir 2005 oder generell auch zur Münchner Zeit nicht so viele Gedanken darüber gemacht habe. Das lag zum einen daran, dass die Jobaussichten für Lehramt mit dieser Fächerkombination zu dem Zeitpunkt sehr gut prognostiziert waren. Also musste ich mich nicht wirklich damit auseinandersetzen. Klar, im Lehramt haben ansonsten sehr viele Fächerkombinationen immer irgendwie Angst, nicht mehr eingestellt zu werden. Und es ist ja auch im Lehramt einfach grauenvoll irgendwie. Also über die Bildungspolitik, da ist eigentlich kein Aspekt, der mich nicht stört. Ja, dieses katastrophale von Jahr zu Jahr weiter neu einstellen von jetzt den neuen Lehrern. Finde ich furchtbar. Die können nicht mehr an der Schule bleiben, sondern werden sonst wohin versetzt, damit man ihnen weniger zahlen muss, kriegen keine Verträge mehr, mit denen sie irgendwie dann planen können. Und die Leute sollen dann gut unsere Kinder nicht mehr nur unterrichten, sondern erziehen heutzutage auch schon. Das war auch 2005 schon ein Problem, über das viel geredet wurde, klar. In der Informatik haben wir natürlich, denke ich mal, von zumindest den Passauer Studiengängen mit die wenigsten Ängste, was die Jobaussichten angeht. Wieso? Weil, wenn du zum Beispiel mal auf die Campus Meets Company gehst, die nehmen selbst Leute, die noch den Bachelor nicht ganz fertig haben, direkt mit in die Firma. Also herrscht da ein ganz großer Fachkräftemangel? Seid ihr so gut ausgebildet oder wie viel zahlt die Uni an Schmiergeldern? Also zu Schmiergeldern kann ich jetzt heute hier nichts sagen. Nee, Schade. leider zahlt die Uni keinerlei Schmiergelder. Falls doch und dieser Brief mich nicht erreicht hat, bitte nochmal meine Adresse überprüfen. Nee, das ist tatsächlich einfach sehr große Nachfrage, immer noch, ja. Und die Prognosen behaupten auch, dass es weiter nach oben geht. Ich bin da ein bisschen skeptischer, weil das ja auch einfach eine ganz nette Taktik ist, zu sagen, ey, da gibt es so viele Jobs, auch 2020 werden dann noch mehr Nachfragen sein als jetzt schon, weil dann studieren das so viele, dass man danach ganz viele hat und die Bezahlung dann halt ein bisschen nach unten drücken kann, weil es ja genug gibt, die das auch gerne machen würden. Ja, erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Medien, aber um nochmal auf einen Punkt zurückzubekommen, du hast vorhin von Bildungspolitik ein bisschen gesprochen, ich will es nicht weiter vertiefen, weil ich glaube, wir sind uns da ziemlich einig, dass es Schrott ist. Was mich aber interessieren würde, durch deine Fachschaftsarbeit, hast du ja Kontakt zu sehr viel Uni-Organen, Professoren und auch der Leitung, denke ich mal. Wie stehen die denn eigentlich dazu? Weil die haben es ja letzten Endes durch ihr Nichtstun mehr oder weniger verbrochen. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also da habe ich Professoren kennengelernt, die das System jetzt wirklich gut finden. Das sind relativ wenige, weil die meisten lehnen es ab. Allerdings würde ich dabei dann doch auch einer relativ großen Zahl davon ausgehen, dass das mehr so ein, naja, früher war es anders und das ist jetzt irgendwie,
wird uns aufgedrückt, ist ja auch eben über EU und so weiter. Das ist ja dann auch schon wieder ein schwierigeres Thema, wenn diese Richtlinien einem irgendwie aufoktroyiert werden und man es nicht selber neu macht. Ansonsten, bei uns in der Fakultät habe ich erfreulicherweise die Erfahrung gemacht, dass doch viele auch das Bachelor-Master-System einigermaßen kritisch sehen und halt mit dieser Realität zwar sich einfach ja auch auseinandersetzen müssen, aber in diesem Rahmen dann doch die Möglichkeit schaffen wollen, dass man sich Zeit lässt fürs Studium. Ich habe es ja am eigenen Leib erlebt. Ich habe mir 1,5 Jahre mehr Zeit gelassen, als irgendwelche schlauen Richtlinien mal gesagt haben, dass man nur brauchen sollte. Aber du siehst nicht die Tendenz, oder was ich zum Beispiel nicht verstehen kann, ist, warum man es dann einfach hinnimmt. Ich meine, klar, man hat diese Richtlinien und Vorgaben, EU, Kultusministerium etc. etc. Ja. Aber letzten Endes, ich würde sogar so weit gehen, dass unsere Generation mehr oder weniger im Bildungssystem verbrannt wird. Aber es interessiert Ja, klar. niemanden. Und das ist so die Sache, wo ich mich manchmal frage, und da vielleicht auch mit deinem Hintergrund als Fachschaftsfunktionär, sage ich mal, wundert es mich, dass da so stillgehalten wird, so als wäre nichts passiert. Ja, es wundert mich auch. Das ist aber ja auch wieder bei Weitem nicht jetzt auf Bildungspolitik beschränkt. Also, dass irgendwie unsere Generation und zwischen uns beiden liegen ja jetzt auch ein paar Jahre, aber ich würde uns da jetzt doch eher in denselben Topf werfen. Wir sind irgendwie die Zukunft, aber sind auch die Minderheit. Ich weiß nicht, es gab vor 2, 3 Wochen war das in einer großen Zeitung. Ich kann mich da immer nicht erinnern, weil ich das immer nur online irgendwie auf Link-Zuruf lese. Vermutlich Süddeutsche oder Zeit. Ja, schätzungsweise vielleicht in der FAZ ein sehr interessanter Artikel über diese Babyboomer-Generation, die alle Hebel in Händen hält immer noch. Die einfach keinerlei Politik für die Zukunft macht, sondern für sich. Und auch gerade in der Bildungspolitik leiden wir da schon sehr stark drunter, finde ich schon, Ja, es war jetzt ein sehr ernster Einstieg in ja. unser heutiges Gespräch. Lassen wir erstmal die Fachschaft ein bisschen hinter uns und die Bildungsprobleme. Ich glaube, naja, notfalls wäre man halt irgendwie Kaminkehrer oder so. Ist ja auch ganz schön, ne? So, wenn man nebenher noch ein bisschen twittern kann, heute wieder mehr Dreck gesehen als meine Frau. Das wäre doch eher dann Instagram, wenn du Dreck Achso, irgendwie. stimmt, ja, klar, gleich Social hier. Ich habe gesehen, du bist ein sehr, sehr großer Serien-Junkie. Auch ein Filmfreak, hast du ja auch lange Zeit selbst Podcast gemacht. Also, da bin ja ich schon noch Newbie im Gegensatz zu dir, was Podcasting anbelangt. Und ich fand es ja lustig, weil ich war da auf deiner Podcasting-Seite, die ja inzwischen, sage ich mal, mehr so archivarisch im Netz noch drin hängt. Und habe da eine Folge reingehört und da ging es irgendwie um Hunde und diverse Sexpraktiken. Das fand ich sehr verwirrend. Ja, das ist natürlich eigentlich ganz geheim ein Sex-Podcast gewesen und du hast rausgefunden, weil du reingehört hast als einziger Mensch. Nee, diese masturbierenden Hunde, auf die du anspielst, sind eins von verschiedenen netten Suchbegriff-Schnipseln, die wir dann auch gerne immer im Podcast irgendwie in den Outtakes dann verlesen haben, über die Leute auf unsere Seite gefunden haben. Was war denn das andere? Ich weiß gerade nicht mehr genau. Ich glaube, alte dicke Frauen war auch einer der sehr beliebtesten Google-Begriffe, mit der Leute zu uns gefunden haben. Ich glaube, wir hatten mal eine Folge, die hieß ganz alte, grantige oder irgendwie sowas in die Richtung Frauen, weil die Folgentitel haben wir meistens aus irgendwelchen schlechten Witzen innerhalb dieser Aufnahme eben uns ausgedacht. Und aus irgendeinem Grund kam dann Dicky noch dazu und wir haben viele Menschen zu uns gezogen, die uns nicht finden wollten, sondern auf der Suche nach etwas ganz anderem waren. Ja, das wollen wir jetzt näher hier nicht diskutieren, aber interessant. Dann habt ihr sehr, sehr gute Suchmaschinenoptimierung betrieben oder auch nicht, wie man es sehen will, wenn ihr da einschlägig belastete Leute auf euch gezogen habt. Würdest du Ja. zustimmen, dass Informatiker kritischer durch die Welt gehen als andere Leute? Ha, kritischer. Na, ich weiß nicht. Oder ein Kann bisschen schon sein. paranoider? Das trifft es vielleicht besser. Ich habe jetzt versucht, ein anderes Wort zu finden, das nicht allzu abwertend klingt. So in Tja. Richtung grantiger oder sowas, aber Dödüm. irgend so eine Komponente wird da schon dabei sein. Das, ja, denke ich schon. Es hängt sicher einfach damit zusammen, dass halt in der Informatik analytisch denken eine sehr, sehr wichtige Säule ist. Und
dadurch fängt man, glaube ich, einfach ganz schnell an, Dinge in irgendwie Strukturen zu bringen, in irgendwelche Reihungen und sich da, je nachdem, wie reflektiert man sonst ist, halt mehr oder weniger sinnvolle Gedanken zu machen. Machen wir mal mit der oberflächlichen Facebook-Profil, ich schätze dich ein, wer du bist, anhand deiner Geschmäcker. Oh Weiter, ja. Lieblingsfilm. Mein Lieblingsfilm, schwer einen zu benennen. Welcher fällt dir ein? Matrix wäre ein heißer Kandidat. Oh ja, da kommen wir da auch nicht zu. Würdest du die rote oder die blaue Pille nehmen? Ja, natürlich die rote. Die rote natürlich. Das ist natürlich einfach letztlich ja dieselbe Frage, die hinter diesem Unwissenheit, also Ignorance is Bliss. Ich weiß nicht, gibt es eine deutsche Entsprechung, eine schöne? Eine Englisch war schöne? nie so mein Hauptfach, aber pff, Unwissenheit ist ein Segen, Total Gold. toll, ja. Ja. Die Message ist ja dieselbe. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch mein Leben teilweise, aber ich denke, das ist bei jedem so, dass man sich manchmal denkt, na gut, eigentlich wäre es irgendwie viel angenehmer, wenn ich das und das nicht wüsste oder nicht erlebt hätte. Aber gleichzeitig macht ja jedes Erlebnis und alles Wissen, das man irgendwie sammelt, auch den eigenen Menschen, den eigenen Charakter aus und ist irgendwie wichtig, auch wenn es nicht alles schöne Erlebnisse sind. Mein Deutschlehrer hat mal gesagt, je mehr du weißt, desto unglücklicher wirst du. Das ist sicher nicht ganz falsch, ja. Bist du glücklich? Meistens schon. Oder sollte ich fragen, bist du dumm? Das Kleiner Scherz am Rande. weiß ich nicht so Das genau. weißt du nicht so genau. Ich fand es ja ganz faszinierend, wo wir schon beim Thema Musik sind, dass du so auf deinem Facebook-Profil unterschiedliche Genres eigentlich likest. Einmal hat man mehr so die Hip-Hop-Schiene und einmal die mehr Hard-Rock-Schiene bis Metal. Ja. Passt das zusammen? Also ich würde da irgendwie, ich habe da das Gefühl, da müsste man doch eigentlich als aufrichtiger Mensch auseinanderbrechen. Ja, das ist schon auch eine ganz interessante Entwicklung für mich selbst gewesen. Und ich sollte natürlich als Informatiker auch immer nur im Keller sitzen und Metal hören, wenn man so Klischees erfüllen will. Sitzt du im Keller? Also jetzt gerade nicht, nee. Okay. Meine Wohnung ist im zweiten Stock. Aber es ist immer großartig bei irgendwelchen Einführungsvorträgen, wenn man sagt, was ist Informatik eigentlich? Es gibt ja dieses Klischee, dass alle immer im Keller sitzen. Das ist nur ein Klischee, aber unsere Rechnerräume hier an der Fakultät, die sind schon im Keller. Ja. Ja, vielleicht kann man die besser belüften. Das ist mit Sicherheit ein Grund, ja. Oder das Aber Bier kalt stellen. Weiß ich nicht. wie war die eigentliche Frage? Wir wollten über Musik sprechen und ich Über habe deine Musik. über meine Musik. Ich habe ganz zu Beginn meines musikalischen Werdegangs auch ein bisschen mit Punk eigentlich eher angefangen. Ich habe, was mir dann erst so über die Jahre selber aufgefallen ist, glaube ich, ohnehin recht spät erst angefangen, wirklich aktiv Musik zu hören. Ich habe natürlich, wenn irgendwie meine Eltern oder wenn zu Hause halt Radio lief, auch Musik gehört und wahrgenommen. Aber so, dass ich mich selbst für Musik interessiert habe und mir welche gekauft habe und angehört habe, ging, weiß nicht, so zwischen 15, 16 erst los, wirklich. Weil du Punk gesagt hast, Ärzte Ja. oder Tote Hosen? The Offspring Ah, war okay. mein Einstieg. Und zwar mit Pretty Fly, war damals ja so ein großer Hit irgendwie. Und das war dann so mein Einstieg und dann, das ist praktischerweise auch so ein bisschen mit dem Napster-Start damals zusammengefallen. Da hatten wir dann endlich zu Hause Internet und ich habe in damals Jugendsünde irgendwie PC Welt oder was es war, einen Artikel über die fiesen Hacker gelesen, die jetzt alles im Internet klauen und so. Ach, Das ist damals schon, jetzt, ja? das musste man vorstellen, ich wollte auch gerade sagen, 12 Jahre oder sowas her. Irre. Und habe mir gedacht, ach, das klingt ja spannend. Und das mal bei, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr was, es war damals aber auch noch nicht Google eingegeben. Und habe dann angefangen, da Musik im Internet auszuleihen. Und habe mir halt, weil mir eben dieses eine Lied so gut gefallen hat, einfach mal alles von Offspring, was ich finden konnte, unter den Nagel gerissen. Und dann habe ich nur Offspring gehört, 1 oder 2 Jahre lang. Da bin ich auch auf ein Konzert gefahren in München. Und das war, alles andere war scheiße und Offspring war toll. Dann irgendwie habe ich in diesen erlauchten Kreis meiner erlaubten Interpreten, ich glaube, zuerst Limp Bizkit aufgenommen, weil, Oh, ja. ja, das sind die Jugendsünden, ne? Lang ist's her, ja.
Wenig später irgendwie kam da Linkin Park auch dazu. Ja, so sind wir alle reingerutscht. Genau, ja, und dann hat sich es halt ein bisschen entwickelt. Die Ärzte habe ich auch sehr spät erst kennengelernt, eigentlich dafür, wie sehr sie mir doch dann ans Herz gewachsen sind. Und zwar, als sie dieses Unplugged gemacht hatten, bin ich wirklich erst aktiv mit denen in Berührung gekommen. Und da waren die ja schon, weiß ich nicht, 20 Jahre im Geschäft oder so. Aber mir erschließt sich immer noch nicht, wie du Wie diesen das vereinbaren kann. Unweg, Ja. diese Sünde begehen konntest und Richtung Hip-Hop tendiert hast. Das ist mir nicht Ja, in ich habe auch leidenschaftlich Hip-Hop gehasst, so ist es nicht. Kopf. Du hast. Das ist aber tatsächlich dann sind wir mit den Ärzten schon genau an der richtigen Brücke, weil es gab mal eine Tour von den Ärzten, wo Fettes Brot als Vorgruppe dabei war. Und das fand ich gar nicht toll. Da waren wir alle gar nicht begeistert davon, dass unsere wertvolle Zeit mit so grauenvoller Musik verschwendet wird. Und das war dann aber gar nicht so grauenvoll, als wir erstmal da waren. Okay. Und dann, ja, doch, die haben das einfach sehr sympathisch gemacht. Aber ich habe da auch noch dieses sehr Schwarz-Weiß-Muster gefahren. Die waren dann auch okay, aber Hip-Hop war eigentlich schon immer noch scheiße. Eigentlich. Eigentlich. Es hat sich halt aufgeweicht. Ich habe immer mehr Interpreten irgendwie zugelassen und darüber dann die Erkenntnis auch gefunden, dass es eigentlich Genre eh relativ schwierig ist, manchmal wirklich festzulegen und es sich durchaus lohnt, einfach alles mal zu probieren und das weiterzuhören, was einem gefällt, egal welches Genre das halt dann ist. Ja, es klingt vernünftig. Ja, und witzigerweise ist ja auch so mein, wenn ich es jetzt auf ein Genre eben wieder festlegen müsste, größtes Steckenpferd in der Musik, die Mashup-Szene, die gerade das ja tut, Musikrichtungen zu verbinden. Hast du deine Heimat sozusagen im Brückenschlagen gefunden, einer ganz tief religiösen Einstellung? Ja, das sowieso. Und jeden Sonntag in der Kirche bringe ich die neuesten Mashups mit und gebe sie dem Organisten. Sagt man Organist? Ja. Ja, okay. Okay. Ich merke schon, du hast nicht so viel am Hut mit Religion. Nee, nicht so wirklich. Auch Bin nicht Informatik mal oder drauf. frühes Kindheitstrauma? Ah, das, ich weiß gar nicht. Das, denke ich, ist über Erziehung und Familie. Also meine Mutter war da auch nie so dabei. Wie gesagt, sie hat mich auch gar nicht erst taufen lassen. Ich habe irgendwann mit 7 oder 8 wohl mal dann, weil ich es eben über die Schule irgendwie mitgekriegt habe, dass es das gibt, gemeint, so, ich will mal in die Kirche gehen, was ist denn da? Und dann hat sich mein Vater erbarmt und mich in die Kirche mitgenommen. Und ja, danach wusste ich genauer, wie das so abläuft und hatte dann auch kein Interesse mehr, da wieder zurückzukommen. Was hat dich gestört? Ach, ich weiß nicht, das war vermutlich einfach nur langweilig. Also, das, ich denke, das, ich weiß es auch nicht mehr genau, was wir gemacht haben. Ich glaube, dass wir sonntags in irgendeine Messe sind und das ist halt für den 8-Jährigen jetzt nicht so der Burner. Ja, verstehe ich. Aber bist du ein Atheist oder wie siehst du dich da? Das fällt mir schwer, da ein Wort zu finden. Also, ich habe an sich nicht unbedingt ein Problem mit Glauben. Ich habe ein großes Problem mit vielem, wofür meiner Meinung nach Religion mittlerweile eher steht. Das ist ja bei weitem nicht mehr nur Glauben, Für was stehen Sie sondern, denn? naja, diese Institutionalisierung von irgendwelchen uralten Denkmustern, würde ich da schon sehr damit verbinden. Eben gerade diese Kräfte, die ein Interesse daran haben, so Endzeitstimmung zu schüren, das, was wir jetzt vorhin gesagt haben, das ist einfach, finde ich, nicht gut. Es ist natürlich sehr simpel gedacht, irgendwie zu sagen, dass Religionen die ganzen Kriege und das ganze Leid in der Welt irgendwie auslösen. Aber das, was so dahinter steht, hat da schon einen großen Anteil. Kannst du es irgendwie ein bisschen noch erläutern? Also, wie kommst du darauf? Naja, ich finde, dass die viele der großen Konflikte einfach daher kommen, dass Menschen mit Vorurteilen oder sehr alten Weltbildern herangehen an Auseinandersetzungen, die schon sehr alt sind oder so. Und es fällt einfach, denke ich, vielen Leuten schwer, eigene Gedanken sich zu machen und eigene Ideen zu entwickeln über Probleme, die es gibt. Aber wäre es dann nicht Aufgabe des Bildungssystems, wo wir dann wieder am Anfang des Gesprächs wären, da ein bisschen ein Gegenpart, ein neutraler zu sein? Es wäre sehr schön, wenn das Bildungssystem in der Hinsicht neutraler wäre, aber
Das sehe ich nicht unbedingt gegeben. Ich frage mich auch immer noch, wo diese angebliche Trennung von Staat und Kirche sein soll. Denn ich habe, also zumindest in der Grundschule hatte ich einfach frei, wenn Religionsunterricht war. Eigentlich gibt es ja Ethikunterricht, aber das hat irgendwie keiner unterrichtet. Das ist natürlich in Bayern auch ein besonders schweres Pflaster in der Hinsicht wahrscheinlich. Und im Gymnasium in der Anfangszeit wurde man halt gehänselt, weil man weniger waren, die in den Ethikunterricht gegangen sind. Nicht schlimm, aber wird halt belächelt, wenn man sich jetzt irgendwie nicht einer dieser großen Religionen anschließt und von eben auch ja Gleichaltrigen, die da nicht irgendwie reflektieren, sondern einfach auf Gruppendynamik halt anspringen. Und da sollte natürlich, da sehe ich schon das Bildungssystem in der Pflicht, sowas irgendwie schon zu unterbinden. Ansonsten ist dann gegen Ende der Schulzeit der Ethikunterricht immer beliebter geworden, weil man da halt interessante Sachen gemacht hat. Da haben wir uns mit Rhetorik auseinandergesetzt, mit Philosophen und so weiter, statt irgendwie mit Bibelstellen. Hast du dann sozusagen klassisch den Humanismus kennengelernt oder was war dann so die Themenschwerpunkte? Das war sehr unterschiedlich. Da gab es ja dann auch mal motiviertere, mal weniger motivierte Lehrer und die weniger motivierten, die haben uns da einfach Referate über irgendwas halten lassen und das unter Rhetorik dann verbucht. Das hatte nicht mehr wirklich viel mit Ethik zu tun, aber da hat man schon so verschiedene Denkströme aus der Philosophie einfach mal kennengelernt, was ich sehr spannend finde. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der Utilitarismus, wenn ich es aussprechen kann, sagt sie vielleicht was, der Utilitarismus. Ja, Nützlichkeitsdenken. Ja, so und so ganz, also das ist eins von vielen und die einfach alle mal so ein bisschen durchleuchtet, jetzt ohne irgendwie zu sagen, die Welt wäre besser, wenn alle so denken würden, sondern einfach, so könnte man ja auch denken. Ich habe natürlich jetzt keinen Einblick und glaube schon gehört zu haben, dass man auch im Religionsunterricht sich so mit so allgemeinen Dingen befasst und natürlich da jetzt nicht auf Linie getrimmt wird, aber ich fände es wesentlich sinnvoller, wenn in der Schule die Religion einfach erstmal keinen Platz in dem Sinne hätte. Ich meine, allein, dass es heißt Unterricht für katholische Religionslehre oder es heißt ja katholische Religionslehre. Ich finde nicht, dass das Kindern schon beigebracht werden sollte unter diesem markanten Namen, ja, sondern ich finde es viel sinnvoller, wenn es unter neutraler Flagge geschehen würde. Ich fände es überhaupt nicht verwerflich, in Ethik auch sich ausführlich mit den Religionen zu befassen. Haben wir auch gemacht, aber die komplette Schullaufbahn durchgehend eine Lehre irgendwie finde ich zu viel. Ist Religion nicht Teil der Kultur? Also wie willst du dann Kultur vermitteln ohne Religion? Religion ist sicher Teil der Kultur, ja, aber ich denke schon, dass man Kultur sehr problemlos ohne Religion vermitteln kann. Wer sich irgendwie in dem kulturellen Aspekt der Religion einbringen will, der denke ich, macht das eher auch abseits der Schule. Aber meinst du nicht, dass es vielleicht nicht so sehr an der Religion liegt, sondern eher an dem, wie es passiert? Also, um mal noch tiefer reinzusteigen in dieses Thema, das Neue Testament und ich sag mal, die platonische Schule haben ja doch einiges gemeinsam. Ja, ich kenne das Neue Testament nicht. Gut, ich kürze es ab. Ich sag mal, Ja. das, was Jesus sozusagen ein bisschen von sich gegeben hat, hat mich immer ein bisschen an Sokrates erinnert. Ach so, ja, gut. Also das ist ja letztlich auch das, was ich vorhin gemeint habe. An sich, klar, es kommt ja auf die Definition an, irgendwie, oder die Ausprägung von Religion. Natürlich steckt in den Dingen, die die Religion ganz weit unten erreichen will, viel Gutes. Also klar, die 10 Gebote sind vielleicht teilweise ein bisschen überholt, aber hatten ja auch positive Motivation. Sie wollten irgendwie eine Gesellschaft, wo man sich nicht gegenseitig den Kopf einschlägt. Finde ich auch gut. Aber da hängt einfach irgendwie so viel mit drüber schon. Ich weiß nicht, ob man das nicht mal trennen sollte, diese guten Motivationen und ich sag mal, das schlechte Karma der letzten Jahrtausende. Was meinst du mit die guten Motivationen, das, was man möchte, letzten Endes? Ja, also ich habe ja überhaupt keine Ahnung, ob es Jesus nun gab oder nicht. Aber ich bin mir sicher, er hat es sehr gut gemeint und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn sich Menschen danach orientieren, was er für positive Botschaften irgendwie
den Leuten mit auf den Weg gegeben hat. Das ist absolut gut und richtig. Aber das tun ja andere Religionen genauso. Ich meine, letztlich kann man, bin ich mir sehr sicher, jede Religion auf eine positive Grundbotschaft reduzieren. Genauso wie man vermutlich jede Religion auf irgendwelche Völkermorde reduzieren kann. Das ist einfach schwierig. Vielleicht gehört einfach beides dazu, weil es menschlich ist. Das ist sicher auch richtig klar. Menschen sind irgendwie sowieso funktional kaputt, ne? Funktional kaputt. Oh. Jetzt wird es Also. interessant, denn es war nämlich auch eine Frage von Ja. jemandem, der mir geschrieben hat. Und zwar, was hast du für ein Menschenbild? Was ich für ein Menschenbild habe, oh mein Gott. Wenn du Ja. sagst, sie sind funktional kaputt, dann scheint dein Menschenbild auch ein bisschen kaputt zu sein. Also, was das Menschenbild angeht, gebe ich am besten von ganz vornherein zu, dass ich auch im Ethikunterricht nicht immer aufgepasst habe. Ich bin da wesentlich zu ungebildet jetzt in diesen Spezifika. Nee, es geht nicht um Worte, es geht nur darum, wie siehst du jemanden, den du nicht Ja. kennst auf der Straße? Ja, das kommt auf vieles an. Ich bemerke zum einen, dass ich tatsächlich selbst, obwohl die 30 noch nicht ganz erreicht sind, schon in Richtung Grumpy Old Man mutiere. Und weiß ich nicht, Was geht dir auf über. den Sack? Spuck's aus. Also es wird ja immer gesagt, dass die sich über den Lärm von Partys beschweren, interessanterweise gar nicht die Passauer Stadtbewohner sind, sondern die Kommilitonen. Und ich, also ich habe jetzt, ich glaube, seit ich in Passau bin, habe ich auch zwei, dreimal die Polizei gerufen. Das war aber dann nicht mehr nur wegen Lärm. Aber also manchmal möchte ich schon fast zum Hörer greifen, ja. Sowas nervt mich schon sehr, wie rücksichtslos viele zumindest eben auf mich wirken. Ob sie es auch sind, vermag ich ja nicht abschließend zu beurteilen. Aber auch da beobachte ich schon irgendwie so einen unangenehmen Trend, dass auch wirklich seit ich in Passau bin, habe ich das Gefühl, die Leute, die aus der Schule rauskommen, sind immer weniger aufs Leben vorbereitet. Und das lassen Sie dann in Partys aus, oder? Ich weiß nicht, ob sie das in Partys auslassen. Was mir sehr übel aufstößt, ist, dass Leute irgendwie nicht mehr in der Lage sind, zu erkennen, wenn sie im Weg sind. Also, wenn sich zwei Menschen auf einem Gehsteig unterhalten und eine Minute vorher sehen, dass jemand auf sie zukommt, bleiben sie stehen, statt Platz zu machen und solche Dinge. Und das finde ich schon irgendwie sehr befremdlich. Aber gab es auch mal eine andere Zeit, weil ganz ehrlich, wenn ich mich Weihnachten oder in der Adventszeit über den Weihnachtsmarkt bewege, dann passiert mir das mit jedem Alter. Das ist klar, das ist aber ja eine andere Situation. Mir geht es hier wirklich um eine freie Straße, kein spezielles Gebiet, keine spezielle Zeit, keine Veranstaltung. Und das ist immer und immer wieder. Also, und das beobachte ich seit irgendwie 3, 4, 5 Jahren, fällt mir das auf. Ich weiß nicht, vielleicht gehe ich schneller, weil ich immer so gestresst bin. Keine Ahnung. Das finde ich aber schon auffallend. Oder auch einfach, weiß ich nicht, weißt du, wenn so ein Dreiergrüppchen entlang geht und man geht in die andere Richtung, da macht man doch Platz als die größere Gruppe. In Also der Regel schon, ja. ja, ich finde es einfach sehr, sehr unverschämt, wenn man den Entgegenkommenden auf die Straße dann sogar ausweichen lässt. Das ist doch dreist. Da kann ich dich verstehen, gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber vielleicht können wir dieses Problem informatisch lösen. Oh, ja. Denn was würdest denn du sagen? Liegt es vielleicht einfach daran, dass die Leute immer mehr so in ihrer eigenen Blase leben? Eigentlich ein Problem, was wir aus dem Bereich Social Media kennen, beziehungsweise generell dem Informationsproblem im Internet. Das natürlich, da bin ich, kann ich mir gut vorstellen, dann selbst auch vielen Leuten ein Dorn im Auge im Straßenbild, weil ich renne schon die meiste Zeit mit dem Blick aufs Handy zwischen Uni und zu Hause hin und her. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich problematisch finde. Das mit dem Handy? Ja, das ist ja eigentlich der Gipfel dieser Blase, ja, dass man nicht mal mehr auf dem Spazierweg 5 Minuten zur Uni aus der eigenen Internetblase rauskommt. Und du bist ja noch nicht sicher, ob du es befremdlich findest. Es hat Vor- und Nachteile. Was sind die Vorteile? Naja, dass ich, weiß ich nicht, irgendwie 3 Mails weniger lesen muss, wenn ich erstmal im Büro angekommen bin.
Okay, Einfach. aber wird es einen Unterschied machen? Ja, das ist eine Frage, die ich mir gerade in letzter Zeit immer öfter stelle. Weil eben der Level an Stress, an Auslastung, den ich tragen kann, tragen will, eben immer öfter überschritten wird. Und ich mir dann gerade über sowas natürlich Gedanken mache, wie kriege ich das besser in den Griff? Aber Und findest du, dass Mails dazu beitragen, Ziele zu erreichen? Also ich habe immer öfter das Gefühl, dass durch so eine Kommunikation eigentlich nichts erreicht wird. ja, das ist, Mails sind auch ein Thema, über das wir, glaube ich, komplett 2 Stunden irgendwie diskutieren könnten. Ich finde, dass viele Leute keine Mails schreiben können. Mit solchen Mails erreicht man natürlich auch nichts. Ich halte aber Mails an sich für ein absolut ausgezeichnetes Kommunikationsmedium. Klar, generell ist es natürlich ein tolles Medium, aber wenn es dann in einer Mailflut endet, die eigentlich niemandem was bringt, außer viel Stress, Arbeit, Smartphone am Gehweg, ist es dann Das richtig? ist natürlich problematisch, aber die wachsende Zahl an Mails, der müsste man halt irgendwie begegnen. Und ich kann das, weil ich kenne mich mit der Technik dahinter aus und viele können das nicht. Und deshalb habe ich da auch absolut Verständnis dafür, dass eben viele Leute Mails schreiben, wo ich mir denke, aber das wäre doch so viel einfacher gewesen oder sowas. Ja? Weil ich würde mal schätzen, dass ungefähr 80% von den E-Mails, die ich kriege, die wären, bevor ich sie jemals sehe, schon vorsortiert. Weil sich das in den meisten Fällen eben irgendwie lösen lässt. Die sind fachschaftsbezogen, die sind aufs Studierendenparlament bezogen, die sind auf den Fakultätsrat bezogen, die sind auf meinen Podcast bezogen und so weiter und so fort. Das landet alles vorher irgendwo und ich kann auch für jede Stufe selber einstellen. Möchte ich da dann schon am Handy davon Bescheid wissen? Möchte ich das nur dann sehen, wenn ich selber aktiv nachschaue und so weiter und so fort? Ich wäre ohne diese Möglichkeiten wahrscheinlich nicht wirklich in der Lage, diesem Mailsturm noch irgendwie entgegenzustehen. Aber ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der viele Mails kriegt. Und es wundert mich gar nicht, dass viele damit überfordert sind und deshalb auch Mails nicht mehr besonders sinnvoll finden. Ja. Aber ist dann dieses Potenzial, was dahinter steckt, sinnvoll, wenn es letzten Endes zur Überforderung führt? Weil was bringt es, wenn ich jetzt als, sei es jetzt Unifunktionär in der Fachschaft oder in der Hochschulleitung, so viele Mails bekomme, der ich gar nicht mehr Herr werde und damit eigentlich meine Funktion darin in diesem Amt eigentlich gar nicht mehr richtig erfüllen kann? Das ist natürlich ein Problem, das irgendwie gelöst werden müsste, aber meiner Meinung nach ist die Lösung mit E-Mails. Man müsste eben den Leuten das Werkzeug an die Hand geben. Also vielleicht hast du ihn auch mitbekommen, es gab vor einem Jahr oder so, glaube ich, hat eine relativ große Firma irgendwie gesagt, sie schaffen jetzt E-Mails komplett ab, weil die bringen eh nichts. Relativ jetzt mit der Argumentation, die du gerade auch gesagt hast. Und stattdessen setzen sie jetzt total auf firmeninternes Social Network, was ich sehr falsch finde. Denn mich stressen Mails um ein Vielfaches weniger als Social Networks. Weil Mails haben für mich, die haben für mich ein Ende. Die kann ich entweder, wenn ich gezielt nachschaue, wirklich komplett abarbeiten oder eben wissen, ich bin jetzt bei diesem Stand und muss jetzt nicht mehr weitermachen oder kann eben gar nicht nachschauen. Und das Social Network, jetzt können ja auch einfach immer Facebook nennen, auch wenn es mehrere gibt, das nimmt einfach nie wirklich ein Ende. Und das finde ich viel, viel stressiger. Du meinst diese Dauer, dieser Dauerreiz. Check mich, check mich, check mich, check mich. Genau. Ja, verstehe ich total. Ich wollte einfach mal kritisch ein bisschen nachbohren. Eigentlich sehe ich es genauso, aber was ich nicht ganz verstanden habe, du sagst, die meisten Leute können mit dem Werkzeug E-Mail nicht umgehen. Ist mir jetzt kein Beispiel eingefallen, was du konkret damit meinst. Och, das kann viele Ausprägungen haben. E-Mail ist, ich weiß nicht, ob es wirklich mit dem Gedanken entworfen wurde, aber ich finde, wenn man es heute nutzen will, sollte man es sehr effizient nutzen. Und E-Mail ist ja letztlich wirklich nichts anderes als, ich bringe Text von einer zur anderen Stelle. Dass man Dateien auch mit verschickt, schön und gut, aber meiner Meinung nach sollte man zum Beispiel HTML-E-Mails komplett abschaffen, bringen niemandem was. Also kurz zur Übersetzung, HTML-E-Mails sind die E-Mails, wo ich praktisch eine Art Webseite als Text verschicke und die noch schön machen kann. Genau. Sieht natürlich schön aus. Ich bin ja begeisterter Apple-Nutzer und gerade das Mail-Programm von Apple wirbt ja geradezu damit, wie toll hübsche Mails man damit machen kann. Und das ist mir ein Graus, weil die sehen dann nur
bei jemandem wirklich so hübsch aus, der auch Apple Mail benutzt? Und wo ist da der Sinn? Das ist ja eben gerade das, was E-Mail eben nicht will, dass man Sachen entwirft, die dann nur noch bei einem Teil funktionieren. Nun, als durchgehender Apple-Liebhaber kann ich dazu ja nur sagen, Steve Jobs wollte ja diese ästhetische Komponente. Ich meine, ne? Da Vermutlich, ja. sind die Apple-Nutzer irgendwie halt selber schuld, wenn sie den Dreck Es nutzen. ist ein bisschen absurd, weil auf der anderen Seite ist dieses Apple-Mail-Programm, das ist ja jetzt beim Betriebssystem auf einem Apple-Rechner, ist ein Mail-Programm einfach immer schon dabei. Das ist ein bisschen anders als jetzt bei Windows, wo man sich in der Regel ja dann Outlook irgendwie oder Thunderbird nachinstalliert. Und auf der einen Seite werben sie damit, dass man so tolle Mails mit Bildern drin und Blink und sonst was verschicken kann, die dann beim Empfänger ja auch eine Minute länger brauchen, bis er den eigentlichen Inhalt erfasst hat, weil er überall sonst hinschauen musste. Auf der anderen Seite ist es aber eins der besten Mailprogramme, wenn man effizient damit arbeiten will. Und ich schicke damit auch immer nur Textmails raus. Das funktioniert sehr gut. Das ist so eine gewisse Schizophrenie. Wir waren ja eigentlich noch beim Menschenbild, ne? Ja. Aber Ich, ich ich, verachte ich. Menschen, die HTML-Mails schreiben. Also sind wir Okay. Also ich fasse mal zusammen. Schmückende Beigabe ist dir oftmals ein bisschen zuwider. Lebensblasen von Menschen sind auch ein Problem. Ja, mit Sicherheit, ja. Aber was ist das Ergebnis? Oh, das Ergebnis. Mein Menschenbild, um es vielleicht selber noch mal ein bisschen genauer zu sagen, ist schon von vielen solchen Schnellvorurteilen, sage ich mal, geprägt. Also es ist tatsächlich so, dass wenn ich jemanden nicht kenne und der schreibt eine hässliche, wirklich auffallende HTML-Mail, man merkt es ja manchmal gar nicht wirklich, der rutscht ein bisschen runter in meinem Ranking, in meiner Achtung. Das klingt jetzt vielleicht unglaublich überheblich, das ist einfach so ein Automatismus. Ja, ich führe kein Buch oder irgend sowas. Aber so wie vielleicht andere Leute eben jemanden treffen und der kommt gerade vom Sport und hat nicht geduscht, die denken sich, oh, der stinkt, ist ja widerlich. Die nehmen ja im Kopf irgendwie denselben Vorgang, führen die ja durch. Ja, die werten auch jemanden ab wegen irgendeines Merkmals. Bei mir ist es zum Beispiel tatsächlich, schreibt Scheiß-Mails. Ist leider so. Ja, dadurch, wie viel ich damit einfach zu schaffen habe, hat sich das so entwickelt. Okay, also halten wir fest, dein Menschenbild beschränkt sich auf Schlüsselreize deines zentralen Nervensystems zwischen er stinkt und er schreibt HTML-Mails. Ja, Gut. so. Das trifft es ganz gut, weil mit Stinken hat man ja Raucher auch abgehandelt. Und da bin ich auch echt, also ich wundere mich da manchmal über mich selbst, aber sehr radikal. Also mir sind Raucher erstmal sehr unsympathisch, weil ich weiß nicht, Sie stinken. ja, sie stinken, Und sie schreiben vermehrt HTML-Mails. ja, genau, das sowieso, ja, auf ihrer vergilbten Tastatur, widerlich. Naja, bei Apple, durch das Leuchten macht es wieder alles wett, weißt du, der Tastatur. Also, Ein Goldschimmer. ein Goldschimmer. Jetzt weißt du auch, warum die BWLer immer sich Apples kaufen. Nein, kleiner Diss am Rande. Wie findest du das so eigentlich an der Uni, wo wir gerade bei dem Thema BWLer und Juristen sind und Snobs und sonst welchen Kreaturen? Merkst du diesen Graben? Findest du Scheiße hier in Passau deswegen oder geht's? Nee, also den habe ich von Anfang an nicht wirklich gemerkt. Und je mehr Leute ich dann auch kennengelernt habe aus eben verschiedenen Fachrichtungen, ich meine, die meisten haben irgendwie eine kleine Marotte, die man dann vielleicht mal nach Monaten bemerkt und dann finden es alle ganz witzig, aber das sind halt, ja, wenn man drauf kommt, dass ich so eine harte Linie irgendwie, was meine Mails angeht oder so fahre, das ist ja auch was man einem Informatiker vielleicht klischeehaft zuschreiben würde. Und natürlich passen sich die meisten doch gewissen Dingen ihrer Gruppe jetzt an, sei es Kleidung oder Art. Aber es ist nie was, was mir besonders negativ aufgefallen wäre bei den Leuten, mit denen ich zu tun habe, nee. Aber sollte Studium nicht auch unter Bildungsaspekten immer frei sein von sowas? Also ich finde, dass gerade diese Einförmigkeit bei gewissen Studiengruppen doch manchmal ihre Fähigkeit, über Dinge wirklich reflektieren, nachdenken zu können, etwas in den Schatten stellt, so wie sie sich manchmal geben. Ja, das mag sein. Das kann auch, muss ich ganz ehrlich sagen, sein, dass mir das selber einfach gar nicht so auffällt, weil zum Beispiel jetzt irgendwie Dinge wie Marken bei Kleidungen,
Ich könnte dir niemals irgendwie sagen, was gerade jemand anhat oder so. Und vielleicht nehme ich das dann gar nicht so wahr, wie es doch eher ist. Ich erinnere mich aber noch, dass ich mal im Netz einen sehr witzigen Forenpost, ich weiß nicht, auf unicum.de oder so in den Foren gefunden hatte, wo eine angehende Studentin, die ihre Zusage für Jura in Passau gekriegt hat, schon mal nachgefragt hat, was sie sich jetzt dann so alles kaufen soll und was für eine Tasche, was denn in Passau so üblich sei. Was eine sehr, sehr amüsante Diskussion dann losgetreten hat. Dann muss man sich ein bisschen an den Kopf langen, oder? Ja, doch. Also So ein ganz das, klein wenig. ja, ich finde es vor allem einfach schade. Ich finde es traurig, Ja. dass die Menschen sich dann wirklich sowas unterwerfen müssen, wollen, ja, sollen, was auch immer. Es ist schade, es sollte nicht so sein. Aber fehlt es dann manchmal auch ein bisschen so an kauzigen Professoren, die das eventuell ein bisschen in der Vorlesung kurz thematisieren? Die mal einfach ein bisschen über die Leute herziehen Ja, und ja. dann ist Fehlt der manchmal Kopf sehr. gewaschen für die nächsten Jahre. Ja, das mag schon sein, ja. Ich meine, ich bin jetzt wahrscheinlich einer mit meinen 16 Hochschulsemestern, der schon mehr gesehen hat als der durchschnittliche Bachelorstudent, aber würde trotzdem nicht mal ansatzweise behaupten, dass ich viel Vergleichswert irgendwie habe, wie sich jetzt Professoren so entwickeln über die Jahre. Aber viele sind doch sehr still und behäbig irgendwie geworden, habe ich so den Eindruck. Vielleicht auch eben wegen dieser ganzen Bachelor-Master-Geschichte, könnte ich mir vorstellen, dass einige ein bisschen konsterniert sind und sagen, ja gut, irgendwie mir wird ja eh gesagt, was ich machen soll, dann mache ich das halt, aber mehr mache ich dann auch nicht mehr. Ja, aber ich glaube, für die Leute fällt eine Rechtfertigungsgrundlage für ihr Verhalten so langsam weg, weil durch die Studiengebühren kam ja viel Geld eigentlich immer an die Lehrstühle. Aber jetzt haben sie ein Problem, dann ihr Verhalten, glaube ich, so ein bisschen zu rechtfertigen, so langsam. Also so rein auch intrinsisch, nicht bewusst, nicht mal, sondern ganz unbewusst eigentlich. Ja, also ich meine, das ist schwierig. Also ich fände es wunderbar, wenn es in der Hinsicht mal wieder ein bisschen knallen würde. Da ist eigentlich einiges im Argen. Und ich finde, man sollte sich da schon länger viel nicht mehr gefallen lassen. Und das ist halt dann, wenn es einer alleine sich nicht mehr gefallen lässt, der wird dann eingewiesen. Deshalb ist es schwierig. Was Und meinst du mit sich einiges nicht mehr gefallen lassen? Was wäre da ein Beispiel? zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du gestern bei der Infoveranstaltung warst, da war das auch kurz Thema. Leider nein. Die Mittel für die Studierendenvertretungen werden einfach auch immer weiter gekürzt vom Staat. Und es ist so oder so eigentlich ein Unding, was die Finanzen angeht für die Studierendenvertretung. Wir haben ja keine Finanzhoheit. Also wir kriegen Gelder zugesprochen, teilweise vom Staat. Das ist schön, das finden wir auch gut. Wir finden nicht gut, dass es immer weniger wird. Das ist innerhalb der letzten 2 Jahre sind es 36% weniger gewesen. Das ist schon spürbar und wir sind auf diese Gelder ja auch angewiesen. Wir veranstalten ja, abgesehen jetzt von Partys, die wir natürlich immer kostenneutral machen, ja, Sachen, die einfach Geld brauchen, die Orientierungswochen und sowas. Also wir haben Angebote, die Geld kosten, die für einen sinnvollen Studienbetrieb einfach notwendig sind. Und da einfach weiter zu kürzen, ist schon sehr fragwürdig. Ich verstehe dich, aber glaubst du, ihr würdet mit einer Haushalts, wie hast du sie genannt, Haushaltsberechtigung, Finanzhoheit. Finanzhoheit, würdet ihr damit umgehen können? Ich bin mir sehr sicher, dass wir, und damit meine ich jetzt meine Fachschaft, damit umgehen könnte, ja. Oder was ist unser Mehr. Finanzhoheit zu verstehen, dass ihr mitbestimmen dürft über den Nee. Uni-Etat? Genau, ich erkläre kurz Finanzhoheit. Ist noch viel lächerlicher als das, was ich jetzt gerade eigentlich thematisiert habe. Die Finanzhoheit bedeutet nämlich, dass auf alle unsere Gelder und eben nicht nur das, was uns der Staat zuspricht, sondern auch die Sachen, die wir selbst einnehmen, denn meistens ist die Party dann glücklicherweise nicht kostenneutral, sondern es bleibt ein bisschen was über. Trotzdem, auch alles, was wir selbst einnehmen, dürfen wir nicht frei darüber verfügen, sondern sind da an Auflagen gebunden und müssen uns jede Anschaffung, jede Ausgabe genehmigen lassen erstmal. Die O-Woche übrigens als Beispiel ist was, was laut Hochschulgesetz nicht den Fachschaften obliegt. Also das müssten wir gar nicht machen. Wieso macht ihr es dann? Weil es unserer Meinung nach den größten Mehrwert für die Studenten so bringt, wenn wir es machen. Weil wir am ehesten wissen, was die da brauchen.
weil es, wenn wir nur mithelfen würden, entweder nicht mehr so sinnvoll für sie wäre von der generellen Organisation her, oder für uns noch viel mehr Arbeit wäre, das dann eben wiederherzustellen, diesen Level an ja, Sinnhaftigkeit der Oberwoche jetzt. Aber ist es nicht so ein bisschen das Griechenland-Rettungsschirmprinzip? Man buttert so lange Geld rein, damit das System am Leben erhalten wird, ohne das System irgendwann mal sterben zu lassen, in der Hoffnung, dass es besser wird? Da, ja, doch, das jetzt nicht nur auf die Oberwoche bezogen, ist teilweise natürlich irgendwie der Fall, ja. Klar, es wäre spannend, mal zu sehen, was passiert, wenn die Studierendenvertretung sagt, und das war's jetzt. Solange nicht diese Bachelor-Master-Misere mal sinnvoll angegangen wird, machen wir halt mal nichts mehr. Klar, wäre sehr spannend zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finden sollte, aber spannend auf jeden Fall. Glaubst du, dass diese Misere jemals irgendwie ein Ende finden wird? Also, ich denke, mit G8 haben sie jetzt inzwischen so langsam wieder rückgängig gemacht, aber ich bin mir unsicher, ob sie das mit den Studiensystemen schaffen würden. Ja, das ist schwierig. Also fürs Studium jetzt, war auch gestern kurz angesprochen worden, gibt es wohl schon Überlegungen, zu einem achtsemestrigen Bachelor überzugehen. Ob das jetzt dann so viel ändert, ist natürlich dahingestellt, wenn es immer noch nach dem Bachelor-System an sich läuft. Ob sich diese Misere ändert, ist eine andere Frage. Und wenn man die Misere als die Gesamtmisere des Systems, denn es läuft ja eben, wie vorhin auch schon gesagt, viel, viel mehr als nur die Bildungspolitik irgendwie schief. Das glaube ich eigentlich schon. Denn meiner Meinung nach kann man in ganz vielen Bereichen beobachten, wie sich alles immer mehr zuspitzt. Ja? Klassisches Beispiel, die Schere zwischen Arm und Reich, ist jetzt vielleicht schon fast klischeehaft, das zu sagen, aber es ist halt leider so. Und das ist nur eins von vielen Beispielen. Der Unterschied alt-jung, haben wir gesagt, diese Babyboomer-Geschichte. Auch das wird ja schlimmer, weil der Nachwuchs nicht wieder irgendwie ansteigt, sondern es kann sich ja keiner mehr leisten, Kinder zu haben von denen, die gerade untergebuttert werden. Das verschärft es ja nur. Woher nimmst du, paranoide Nachfrage, woher nimmst du diese Ja. Informationen? Welche genau? Das Mit Schere. Schere, Arm, Reich, so diese ganzen Geschichten. Zeitungen, Medien. Vertraust du dem? Nicht allen. Also prinzipiell erstmal eigentlich nicht. Bei sowas gibt es ja, also ich meine, ich prüfe halt schon auch einfach mal irgendwie die Quellen, die Studien, die dann irgendwie da in entsprechenden Zeitungsberichten benutzt werden, um mir da auch selber ein Bild zu machen. Aber ich finde das jetzt zum Beispiel. Diese Armutsproblematik oder das Wegsterben der Mittelschicht finde ich persönlich nicht mehr sehr groß zu diskutieren ist. Ja klar, Klar. nee, ging es nur Ja. generell so mal Ja. drum. Aber verstehe dich da ja, nee. Ja. Ist vollkommen nachvollziehbar. Genau. Wir haben Und uns auch jetzt, ja. ich hatte doch, richtig, ich hatte diese verschiedenen Miseren jetzt nochmal rauspicken wollen, um eben das Klima in der Gesellschaft wird ja dadurch auch irgendwie immer aggressiver und giftiger. Und ich glaube eigentlich schon, dass es sich irgendwann entladen muss. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es funktioniert, dass die, ich sage jetzt mal, wütenden, unterdrückten, benachteiligten immer so klein gehalten werden, dass sie ihrem Unmut nicht mal Luft machen. Und ich bin sehr gespannt, ob ich noch am Leben bin, wenn die nächste große Revolution anrollt. Aber ich glaube ehrlich gesagt schon, dass sie kommt irgendwann. Also unter Revolution verstehst du dann einen klassischen Bürgerkrieg oder wie? Das ist natürlich, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ob das wirklich mal wie damals in Frankreich wieder so ausartet. Oder ob das friedlicher abläuft. Ob das, ja, es sind ja ganz andere Zustände in jeglicher Hinsicht jetzt. Aber ich denke schon, dass sich da irgendwann der Konflikt lösen muss und ich glaube nicht wirklich, dass das noch ohne Knall funktioniert. Aber ist es denn wirklich so viel anders? Weil im Grunde geht es ja um die ganz gleichen Dinge, um die es eigentlich immer geht, nur sind sie halt anders kaschiert, oder? Also ich meine, Das stimmt natürlich. Geld war halt Klar. damals Problem. Ja, also das sowieso. Brot und Spiele hat man heute ja irgendwie effizienter und besser umgesetzt, als sich's im alten Rom jemals hätten erträumen können. Ja, weil das merkt ja wirklich, also
Von unserer Perspektive heute aus gesehen wirkt es ja grotesk, dass es funktioniert hat damals. Das ist ja Brot und Spiele im Wortsinn gewesen. Aber heutzutage sieht es ja erstmal gar nicht so aus. Und das ist auch so ein seltsamer Prozess, den ich irgendwie an mir selbst beobachte. Auf der einen Seite genieße ich Serien, auf der anderen Seite finde ich es fragwürdig, dass das alle mit so vielen Filmen, Serien, Webseiten, was auch immer, ja, klein gehalten werden. Also wer beschäftigt sich denn noch wirklich tiefgehend mit irgendwelchen Sachen? Das ist doch alles andere viel lustiger, bequemer und angenehmer. Ja, muss ich dir leider auch recht geben. Aber dann wäre es doch mal interessant, es einfach mal zu machen. Auf jeden Fall. Fragt sich nur wie. Zum Beispiel in so einem Nachgespräch. In einem Nachgespräch es zu machen. In einem Nachgespräch können wir nur sprechen. Das ist immer das Problem an Talkshows. Da ist immer sehr viel Philosophisches, Pseudophilosophisches und Angedachtes mit dabei. Aber es entlädt sich dann immer im Gespräch und dann war es das. Das ist immer so ein bisschen schade, aber vielleicht ist es ja hier ein bisschen anders. Ich meine, es ist so eine kleine, flauschige Talksendung, ne? Da ist ja nicht mal live. Also sozusagen so ein Landsmodell wird irgendwann um 6 Uhr aufgezeichnet und dann so irgendwann mitternachts ausgestrahlt, wenn es keiner mehr hören will. Ja, aber nee, muss ich dir leider recht geben. Was mir aber immer noch dann so ein bisschen rätselhaft erscheint, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was du für eine politische Einstellung eigentlich dann hast, wenn du es doch eher kritisch scheiße und wann knallt's denn eigentlich mal, siehst. Ja, auch schwierig. Auch schwierig. Menschen sind Ja, schwierig, Politik ist schwierig, was bei dir alles ist einfach? schwierig. Das ist furchtbar, ne? Was ist einfach? Nee, bleiben wir erst Tja. beim Schwierigen. Okay. Politische Einstellung. Also es gibt im Prinzip im Parteiensystem in Deutschland nichts, womit ich mich wirklich identifizieren kann. Nicht mal die Piraten. Also komm, du warst doch hier auch mal da ganz großer Funktionär Tja. in Passau. Ja, das war ich. Das ist. Ich habe schon viel gemacht, als ich hier in Passau erstmal da war. Ja, nee, mittlerweile schwierig. Am ehesten schon noch, denke ich. Aber auch fast nur noch aus dem, wirklich viel werden sie eh nicht bewirken und die anderen sind noch beschissener Grund. So quasi die ich gehe nicht wählen Variante, ohne dass es diesen schlechten Effekt des Nichtwählens hat, dass man die stärkste Partei damit noch pusht. Nochmal, habe ich es nicht ganz verstanden. Also du gehst du jetzt wählen oder gehst du nicht wählen? Ich gehe auf jeden Fall wählen. Du Ich gehst finde wählen, aber es du wählst am die am wenigsten schlimmste Variante, oder wie? Genau, Achso. das ist meiner Meinung nach das Sinnvollste, was man machen kann, solange man wählen geht und nicht irgendwie die Leute aufhängt, die die Wahlen veranstalten, was ja dann dieser Knall wäre. Aber wäre das ein Knall, wenn man die Leute. Achso. Ja, okay, das wäre wahrscheinlich eher ein Gurgeln, aber ja. Aber was bringt es, wenn man die Leute aufhängt, die die Wahlen durchführen? Die können ja nichts dafür. Das sind ja Ehrenamtliche sogar. Ja, das stimmt natürlich. Das war wieder unsauber formuliert. Ja. Ich sehe schon, du hast so ein unsauberes Menschenbild manchmal drauf, ne? Ja, ich halte die meisten Menschen für unsauber, HTML-Mails und sie stinken. Okay. ja, ist furchtbar. Alles billig. Rückbezüglichkeit, das ist ein tolles Wort. Aber Alternative für Deutschland wäre doch so eine Partei, oder? Um Gottes Willen. Warum? Von Professoren gegründet, sie wollen den Euro abschaffen, die Grenzen wieder hochziehen, aber was will man mehr? Es ist, ich muss zugeben, ich habe echt nur so drei, vier Facebook-Postings zu irgendwelchen Zeitungsartikeln gesehen mit um Himmels Willen Kommentaren dazu und mich nicht wirklich damit befasst. Aber was ich so höre, ziehen die gerade sehr erfolgreich den rechten Rand der Piratenpartei ab, was die Mitglieder angeht. Und an den rechten Rand hat es mich noch nie gezogen. Verstehe. Ja, der rechte Rand ist immer ein bisschen problematisch. Wobei der linke auch nicht besser ist, in gewisser Weise. Die Ränder sind immer sehr Ja. grenzwertig, Ja. wenn man so will. Und ich mag Da-dum. Wortspiele. Ja. Schade, dass ich ja so keinen Hot-Button habe wie bei Stefan Raabe. Würde manchmal ein bisschen passen. Okay, verstehe. Ja, du bist also politisch alles und nichts, wenn man so will. Ja. Ich meine, ich bin ja auch bei den Piraten dabei, aber ist nicht aktiv. Ja, ich bin, glaube ich, auch immer noch nicht rausgeworfen worden, obwohl ich seit über einem Jahr keinen Mitgliedsbeitrag mehr zahle oder so. Also im Grunde sind sie schon eine kleine Witzpartei, aber was, also meine 5 Cent zu diesem Thema,
Was mich immer ein bisschen gestört hat und was ich nie verstanden habe, ist die Tatsache, dass man die Piratenpartei so zerrupft hat, gerade am Anfang. Ja. Weil ich fand, sie hatten wesentlich mehr Engagement und Inhalt als die meisten anderen Parteien. Zumindest Ja, auf wurde es jeden mir Fall. wesentlich einfacher gemacht, diese Inhalte überhaupt kennenzulernen. Also ich wüsste bis Ja, heute ganz nicht, für was genau. steht eine CSU. Ja, das war auch, was ich so schade fand, was auch doch so ein Grund war, mich dann dort sehr zu engagieren, dass endlich mal irgendjemand da war, jetzt mal unabhängig davon, was die dann irgendwie als Ziele haben, die da ein bisschen mal frischen Wind reinbringen wollten. Einfach, ich meine, es ist ja jetzt seit X Jahren, gibt es halt die fünf Parteien irgendwie und eine sucht man sich aus und die reden zwischendrin immer viel und schüren irgendwelche Feindbilder, die anderen sind so doof, nee, ihr seid viel doofer und was passiert? Gar nichts. Und das fand ich sehr schade und die haben eben, und damit, ich bin mir sicher, dass das der Grund ist, warum sie ja dann wirklich zeitweise einen enormen Zuwachs hatten und gute Umfragewerte und alles, weil das eben da mal anders wirkte. Ja, es war eine Protestpartei. Ja, auf eine gewisse Art und Weise sicherlich, auch wenn sie ja dann die davor schon dabei waren, immer versucht haben zu betonen, dass es ja schon länger gibt als jetzt, was war denn damals? Das waren die Internetsperren, glaube ich, die wirklich das große Thema waren, bevor ACTA, diese. glaube ich, so diese Sache, ne? War es nicht noch ein bisschen früher schon? Noch früher. Noch Ich früher glaube, kann das ich mich war nicht noch mit erinnern. Zapfsula und so. Diese Kinderporno-Sperrseiten, wo sie sich gedacht haben, wir setzen ein Stoppschild vor Vergewaltigungen und so, statt dass wir die Vergewaltiger einsperren. Ja, genau. Das war das damals. Aber ja, klar, also das war sicher der große Boom für die Partei damals, ja. Ja gut, aber die Frage ist halt immer, sind Verbote wirklich das Mittel, um den Dreck aus dem Leben zu schaffen? In Passau sieht man es ja im Kleinen. Wenn die Feierläden dicht machen, würde es dann trotzdem besser werden mit der Jugendkultur? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber gut, du bist ja da auch schon ein bisschen senil unterwegs in dieser Ja, Beziehung. das ist, ey, also kein Witz, das nehme ich dir noch nicht mal krumm, weil ich bin so alt, ich bin so kaputt. Man merkt es wirklich, ey, am Donnerstag nach so einer Woche, ich bin einfach fertig. Ich brauche meinen Donnerstagabend zum Entspannen, ich gehe nicht mehr weg da. Solange du am Wochenende nicht Andrea Berg und Florian Silbereisen schaust, bin ich zufrieden. Noch nicht, aber mein Musikgeschmack hat ja schon viel Hits gemacht. Also wenn du von Metal zu Volksmusik kommst, dann werde ich dich Naja. in der Fakultät als vogelfrei erklären. Ja, dann wird es nichts mit einem guten Wahlergebnis. Nee, Nee. kann ich mir auch echt nicht vorstellen. Bei allem, was ich mittlerweile über irgendwie Ablehnung, Kategorisierung gelernt habe in meinem Leben, glaube ich immer noch nicht, dass das jemals was wird. Was? Volksmusik. Ach, Und Volksmusik. ich, Ja, okay. nee, nicht wirklich. Ja, vor allem, ich meine, die Leute nehmen ja da alle Drogen und tun bloß so. Also, ist ja eigentlich, ist im Prinzip dann die blaue Pille. Also, wenn du deinem Motto treu bleiben willst, dann, Wenn man so will, ja. ja, dann darfst du da nicht reinrutschen. Ja. Wir haben jetzt über sehr ernste Dinge die letzten 1,5 Stunden geredet. Das ist im Flug vergangen. Ja. Jetzt würde ich einfach mal sagen, auch wenn man es eigentlich für gewöhnlich an den Anfang des Gesprächs stellt, kommen wir zu den leichteren Sachen. Gerne, gerne. Und zwar deine privaten Aktivitäten, auch im sexuellen Bereich, wurden mir auch zugetragen, fand ich sehr interessant. Tja, Okay. die Freiheit des Internets lässt nichts nicht zu, um mal eine doppelte Verneinung auch mit einzubauen. Also ich werde jetzt die Namen nicht vorlesen, das wäre schlimm, aber was mich gewundert hat, es kam ein Mann darin vor. Oh ja. Oh ja, okay, gut. Ansonsten, ja, ich meine, jeder weiß es ja eigentlich, ne? Du bist ja das mit der, dass du in der Fachschaft Philo auch so einen Fuß drin hast, war ja mehr so auch eine neckische Bemerkung. Langjährige, was ist jetzt eigentlich Beziehung oder Affäre? Man weiß es nicht so genau, es war auch so eine Streitfrage. Aha, okay. Tja, es ist mittlerweile, es ist nicht mehr wirklich was. Was es war, ist auch schwer zu sagen gewesen, als es noch was war. Aber ich denke schon, dass man es als Beziehung bezeichnen sollte, ja. Ich sehe schon, wir drehen uns da ein bisschen im Kreis bei diesem Thema. aber was ich sehr interessant fand, wo wir nochmal bei der Fachschaft Philo sind, du hast das höchste Ranking für sexuelle Belästigung in der Zusammenarbeit mit der Fachschaft Philo. Ja. Wie zur Hölle ist das zustande gekommen?
Ja, okay, lass mich versuchen, das richtig darzustellen. Ich meine, dass es während der Arbeit an der ersten Party schon war, also vor jetzt 1,5 Jahren ungefähr. Dadurch einfach, dass wir diese Party zusammen geplant haben, sind ich und Simon auch eben aus meiner Fachschaft, waren da so von unserer Fachschaft aus die federführenden Partyleute. Und waren also auch oft bei den Philosophen im Büro. Und irgendwann hat anscheinend Simon einen Witz, Kommentar, was auch immer, gemacht. Ich weiß leider nicht mehr, was das war, durch den diese Liste gestartet wurde. Die hatten dann auf einmal an ihrem Pinboard, eine Liste hängen, eine Strichliste, die überschrieben war mit sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und er hatte einen Strich. Und ich bin auch ein sehr ehrgeiziger Mensch und habe in dieser Liste ein Ranking ausgemacht und habe es dann geschafft, sehr schnell sehr viele Striche anzusammeln. Durch was? Durch was? Also ich habe fast nie jemanden angefasst, hoffe ich. Nein, So genau wollte ich es jetzt nicht wissen, blöd aber. Witz. Ich wünschte, mir würde jetzt spontan irgendwas einfallen, aber es sind wirklich lächerliche Dinge wie... Ich bekomme das da nicht rein, wenn eine Philosophin versucht, etwas in den Ordner zu heften. Und natürlich sage ich dann, that's what she said und solche Dinge. Ah, okay. Verstehe. Ja, aber an was ich dich in diesem Zusammenhang noch erinnern soll, von demjenigen, der mir diese Information zu hat kommen lassen. Und zwar hast du aufgrund dieses Rankings dir ein eigenes Grab geschaufelt. Du musst nämlich noch zum Akt zeichnen. Ja, genau. Ungefähr 3 oder 4 Monate nachdem dieses Ranking dann existiert ist, haben sie sich ausgedacht, man müsste da ja einen Preis in Anführungsstrichen damit verknüpfen Was doch und schön. kamen auf diese Idee. Tja, Also ich das habe heißt, dann. du gehst zu einem Maler und lässt dich nackt malen, oder wie? Nein, nein, es geht darum, dass es an der Uni Passau Aktzeichnenkurse gibt für die Kunststudenten Ach und die Gott. brauchen da anscheinend Models. Und dann fragst du Aber. dich, warum die heutigen Lehrer so dermaßen desillusioniert sind. Ja, genau. Die haben alle Aktzeichnen gemacht. Tja, ja, mal sehen. Nachdem du das jetzt nett wieder hochgeholt hast, werde ich sicher noch öfter daran erinnert werden, dass ich das noch machen soll. Aber nachdem ich ja auch jeden Cent gebrauchen kann, ich habe gehört, da kriegt man sogar eine Entlohnung. Muss ich mir vielleicht tatsächlich nochmal anschauen. Naja, ich will nicht zu nahe treten, aber es könnte nach hinten losgehen mit der Entlohnung. Ja, also Sie müssten uns schon 5 € geben, Herr Grabowski. Ja, nehmen Sie bitte die Brille ab. Dann sehen wir es nicht so deutlich. Drehen Sie sich mal um. Ah ja, besser. Sie dürfen sich auch gerne hinter das Stoffteil legen. Das ist den Hintergrund. Nein, ja gut, wären wir dann mal nicht zu bissig. Ach ja, auch noch eine nette Frage von jemandem und zwar viertes Semester. Übung Web Engineering. Ja. Ich soll dich fragen, was hat dich da am meisten gestört? In der Übung in Web Engineering in meinem 4. Semester im schönen Raum 249 im ITZ, der meines Wissens nach auch dieses Semester wieder sehr überfüllt ist in eben dieser Übung, war damals nicht unbedingt die Überfüllung das Problem, sondern es war ein sehr heißer Sommer. Und in diesem Raum gibt es eine gigantische, ich weiß nicht wirklich, ob es eine Klimaanlage ist, es macht irgendwas mit Luft und es wird kühl und es ist sehr laut. Gebläse. Ein Gebläse und es aktiviert sich selbstständig und man hat keinen Einfluss darauf. Und es war absurd. Es hat immer ungefähr 10 bis 15 Minuten gedauert, bis eben der Zeitpunkt erreicht war, wo es zu warm wurde, weil die Leute alle drin saßen. Und dann ging dieses Ding an und man hat einfach nichts mehr verstanden. Der Übungsleiter hat weitergesprochen in derselben Lautstärke. Und die Person, die dann die zweifelhafte Ehre hatte, genau mittig unter diesem Gerät zu sitzen, wir haben es irgendwann dann auch als Alien Abduction Station bezeichnet, der sind dann die Haare teilweise so ein bisschen nach oben gezogen worden von diesem Luftstrom. Es war absurd. Aber es hat ein bisschen was von einem Loriot-Film, oder? Auf jeden Fall, ja. Weil auch fast in jeder Stunde wieder irgendwie versucht wurde, es doch abzuschalten, obwohl man es nie hingekriegt hat. Also, ja, doch.
Was, ihr Informatiker habt es nicht geschafft, einen rudimentären elektronischen Kreislauf zu kappen? Wollt ihr mir Ja, das? wir durften ja nicht. Also, wenn euch das Übrigens interessiert hätte. in derselben Übung eine ganz tolle Anekdote auch. In diesem Übungsraum stehen ein paar Router rum, damit man seine Rechner anschließen kann mit Netzwerkkabeln. Anscheinend hat dann irgendwann mal jemand aus Langeweile eins dieser Netzwerkkabel genommen und statt das eine Ende in den Router und das andere in seinen Rechner zu stecken, beide Enden in den Router gesteckt. Und in der Übung drauf wurden wir doch ermahnt, sowas bitte in Zukunft sein zu lassen, weil den ganzen restlichen Tag anscheinend der komplette Lehrstuhl offline war, bis sie rausgefunden haben, woran es lag. Also man lernt doch schon bei Steckdosen, dass man sie nie in Reihe schalten sollte, oder? Ja, viel Spaß in dieser Übung. Ich sehe schon, ihr habt Spaß an der Informatik, ne? Ja, Ist immer was natürlich. los bei euch? Ja, wenn man keinen Spaß daran hat, sollte man Ja. sowieso wechseln. Ja. Entweder sexuelle Belästigung oder Keller. Ich habe schon Ja. übrigens gehört, wenn man als Frau an diesen Computerräumen im Keller, wo ja ein Fliesenboden gelegt ist, mit Ja. hohen Stöckelschuhen, die richtig schön Lärm machen, Ja. vorbeigeht, dann kommen auf einmal die Köpfe vor den Bildschirmen so hervor, so nach oben. Ja, das kann ich mir bestens vorstellen. Kannst du dir bestens vorstellen. Also ja, also es wird ja auch immer ein Kurs angeboten, Sozialkompetenz für Informatik oder wie der heißt. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber ich habe davon gehört, ja. Das muss man erst mal fertig bringen, so Ja. einen Kurs anzubieten. Aber du als Fachschaftsvertreter musst dir doch ein bisschen verarscht vorkommen, oder? Ja, also das ist schon, finde ich, schon unschön, ja. Also ich werde den Teufel tun und behaupten, dass Informatiker keine Klischees erfüllen, aber man muss es ja nicht noch irgendwie mit solchen Veranstaltungstiteln auf die Spitze treiben, ja. Wohl wahr, wohl wahr, wohl wahr. Würdest du überhaupt was bringen? Nö, weil da gehen ja nur die hin, die eh schon ein bisschen was können. Also, Ach so, so. nee, ist doch klar. Also, du sprichst doch Leute nicht an, die wirklich daran arbeiten müssten. Da gehen die hin, die sich. Wer da freiwillig hingeht bei dem Titel, der hat ja schon genug Sozialkompetenz. Zumindest für einen Informatiker. Aber es würde im Umkehrschluss auch bedeuten, dass die meisten Informatik studieren schon Informatik können. Na, das ist interessanterweise sogar auch so. Wir haben ja kürzlich diese schöne Evaluation durchgeführt, Ach, jetzt. Augenzwinkern, Ach, ja. und haben festgestellt, dass ich glaube, fast alle Männer haben Vorkenntnisse, die bei uns anfangen. Ja. Und die Frauen? Allerdings keine einzige Frau. Die Frauen haben Und keine Vorkenntnisse. ja, ist interessant. Ne? Ich Mensch. bin mir nicht sicher, wie man das interpretieren soll. Ich bin am Überlegen, ob sich die Frauen A, nicht trauen, das, was sie schon können, als Vorkenntnisse einzustufen, sondern sagen, nee, wahrscheinlich, die können alle viel mehr, das sind jetzt bei mir noch nicht Vorkenntnisse, könnte ich mir vorstellen. Oder die positivere Variante fände ich ja, wenn die Frauen im Gegensatz zu den Männern sich einfach trauen, hier wirklich anzufangen ohne Vorkenntnisse. Es wird ja auch immer behauptet, man kann hier anfangen ohne Vorkenntnisse. Es sollte ein Studium ja eigentlich auch ermöglichen, ohne Vorkenntnisse anzufangen. Das wäre sehr wünschenswert, ja. Aber gut, was wäre das Leben ohne Ideale, die es eigentlich geben sollte, ne? Das ist immer wieder. Naja, Lorio. Ja, Manuel, ich würde sagen, die letzte Station heute Abend ist gleichwohl wieder eine ernste Station. Und zwar habe ich gesehen auf deinem Blog manuelgrabowski.de, den du ja in englischer Sprache, wie lieb du auch bist, verfasst hast, was mir in der Lesefreudigkeit sehr zu schaffen gemacht hat, ist ein letzter Artikel über deine Zukunft. Und da dachte ich mir, so als letzter Punkt hier auf meiner Liste, was ist deine nächste Lebensstation? Meine nächste Lebensstation ist nun tatsächlich wieder Passau geworden. Also Master? ich werde hier den Master machen. Also Ich drückst du habe. dich noch weitere 2 Jahre vor der Entscheidung? Ja, ich hoffe, es bleiben zwei. Also 4, okay, gut. Ja, genau. Ich mache dann den achtsemestrigen Master, wenn sie den irgendwann einführen und dann. Dann hoffst du auf eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft. Tja, ja, mal sehen. Das weiß ich immer noch nicht genau. Du hast schon recht. Ich drücke mich natürlich ein bisschen vor einer Entscheidung, aber nicht in einem Maß, dass es mir unangenehm wäre, dass ich wirklich das Gefühl hätte, ich drücke mich aktiv. Es verschiebt die Entscheidung logischerweise, aber ich habe ja trotzdem, wenn du es gelesen hast, weißt du es, da sehr viel mit mir gerungen und also auch den Master hier zu machen, war eine sehr langwierige und große Entscheidung. Und mir geht's aber. Noch geht's mir gut mit dir. Mit der Entscheidung. Mit der Entscheidung, ja. Aber wo könntest du dich denn mal sehen, so in 5 Jahren?
Oder in 10 Jahren? Tja, also ich hätte zum Beispiel überhaupt nichts dagegen, wenn sich innerhalb dieser Zeit die Medienlandschaft in die Richtung entwickelt, dass Podcasts noch etablierter werden und man damit auch die eine oder andere Mark verdient und mich dann wieder hinter das Mikro zu setzen öfter. Und das vielleicht eben als mehr als nur als Hobby zu betreiben, denn das war eine sehr, sehr angenehme Zeit und Beschäftigung. Also du würdest mehr in Richtung Medienproduktion gehen. Das ist auf jeden Fall was, was ich mir gut vorstellen kann, ja. Also da habe ich einfach schon immer Spaß dran gehabt. Das ging irgendwie im Abitur los, wo ich an der Abi-Zeitung geschraubt habe, wo ich Filme für die Abiturfeier gemacht habe, und dann jetzt irgendwann eben dieses Podcast-Experiment gewagt habe. Das ist eben so eine Schiene, die ich mir sehr gut vorstellen kann, wo es aber eben schwer definiert ist und wahrscheinlich in irgendwie die Selbstständigkeit eher gehen würde. Auf der anderen Seite hätte ich auch kein Problem damit, wenn es eben relativ klassisch weitergeht und ich dann irgendwann mal einer von denen bin, die auf der Campus Meets Company eingepackt werden und direkt angestellt und dann erstmal dort einfach arbeiten und das, ja, ein bisschen Geld sammeln quasi. Das sehe ich schon eher als Zwischenstation. Meine Eltern sind beide selbstständig und so ein bisschen habe ich schon das Gefühl, dass ich langfristig auch dahin will, mein eigener Chef zu sein und da nicht noch mehr Jahre, als es durch Schule und Studium auch der Fall war, irgend so einem Zeitsystem unterjocht zu sein. Ne? Aber wenn ich es richtig verstehe, ist so eigentlich in den klassischen Bereich, den du dazu gelernt hast, willst du nicht. Nee, nicht unbedingt. Das ist auch deshalb bin ich nach Passau gekommen, weil klassisch Informatik war mir selbst nur als Teil des Lehramts schon eigentlich zu trocken. Und Internet Computing in Passau ist da schon eine Ecke angenehmer für das, was mich eigentlich reizt. Und das ist genau. Ja, so abgedroschen es klingt, es ist schon ein bisschen irgendwas mit Medien. Irgendwas mit Medien, ja, okay. Ja, schon. Also ich genieße Medien sehr. Ob es jetzt soziale Medien sind, ob es klassische Medien sind. Ich meine, Serien, das ist ja auch wieder nur ein Medium. Podcast ist ein Medium, Internet ist ein Medium. Ich lebe eigentlich komplett in Medien und gehe darin voll auf und begeistere mich dafür. Genauso wie Twitter als neues Medium ich irgendwie anfangs wahnsinnig spannend fand und so Sachen. Aber du machst trotzdem Informatik weiter und bist in der Fachschaft. Also eigentlich dann schon ein Gegensatz. Ein bisschen ein Gegensatz natürlich, ja. Das war ja auch so eine der Fragen, die ich mir primär gestellt habe. Schaffe ich es irgendwie, meistens glücklich zu bleiben mit dieser doch gewissen Unvereinbarkeit von klassisch weiter studieren und auch über die Fachschaft natürlich sehr viel Zeit und Energie zu binden, aber eigentlich ja doch eben in irgendwann diese Richtungen, die ich jetzt beschrieben habe, die sehr individuell eigentlich sind, dann weiterzugehen. Und was ich ja auch angekündigt hatte, da ist, wird, denke ich, ganz gut klappen in der Fachschaft, ein bisschen zurückzustecken. Ich habe, falls es bei der Wahl klappt und ich tatsächlich eben auch nochmal als Sprecher dann ins nächste Jahr gehe, schon so ein bisschen diesen Bonus einer fliegenden Runde. Also die Einarbeitungszeit ist einfach nicht gegeben, sondern ich weiß jetzt in vielen Sachen, wie der Hase läuft. Und wir wollen auch schauen, das ist auch so ein wirklich generelles Problem in diesen Strukturen einfach, dass so wahnsinnig viel auf diesem ersten Platz an Arbeitslast hängt, dass man da irgendwie was macht. Das ist tatsächlich das, womit ich dann die meiste Zeit, die ich da reinstecken will, auch reinstecken möchte, dass man sich da irgendwas Neues überlegt, dass man schaut, wie man das ändern kann, wie man die ersten zwei gewählten Leute fast zu einer Einheit irgendwie macht, dass die sich die Arbeit besser teilen können und solche Dinge. Ja, Manuel, dann Tja. erstmal vielen herzlichen Dank, dass du heute die wunderbare Ehre hattest, diesen neuen Podcast-Channel zu entjungfern. Ja, es war mir ein Vergnügen. Es ist Und fast ein bisschen seltsam gewesen, mal nicht quasi moderieren zu müssen. Es war ja für mich bei jeder Podcast-Folge kein Witz. Ich weiß ja nicht, wie es dir da geht. Du hast ja 9 Jahre oder so Erfahrung, glaube ich, in der Hinsicht jetzt auch schon auf dem Buckel. ja. Immer wenn es losging, war es mir unangenehm, weil ich nicht wusste, wie ich jetzt loslegen soll.
Irgendwie, hallo zusammen, willkommen bei Watch This. Und ich, statt dass ich mir einmal überlege und das immer sage, ich habe immer überlegt, ah, wie fängst du jetzt an? Und dann haben ja noch meine zwei Kollegen quasi in der Leitung gewartet und gewitzelt. Ja, aber war auch angenehm, einfach mal nur zu Aber dann fängt sprechen. man trotzdem mal gleich an. Ja, natürlich, natürlich. Und sagt dann immer dasselbe. Das ist klar. Ja, kenne ich. Da hilft eigentlich nur, über den Inhalt einzusteigen. Deswegen steigen wir jetzt auch mit dem Inhalt aus. Dann haben die Leute auch was zum Nachdenken. Und zwar das Thema deiner Bachelorarbeit. Das Thema meiner Bachelorarbeit lautet Triplification of Table-Based Data and Integration of Provenance. In diesem Sinne, gute Nacht da draußen. Adios.